Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AZTV. Wer mehr lernt, wird mit Kosten bestraft. Auf der letzten Schulausschusssitzung gab es herbe Kritik an der derzeitigen Regelung der Schülerbeförderung. Bis zur Beendigung der 10. Klasse bekommen Schüler ihr Busfahrticket noch vom Kreis Uelzen bezahlt. Wer weiterhin die Schulbank drückt, muss selbst für die Kosten aufkommen. Die SPD hatte per Antrag gefordert, eine Übernahme der Fahrtkosten bis zum 12. Jahrgang zu garantieren. Doch zunächst einmal sollen die Kosten für eine mögliche Neustrukturierung ermittelt werden. In mehreren Uelzener Wohngebieten sind zahlreiche Straßenbäume derart verstümmelt worden, dass sie nicht zu retten sind. Die Stadt Uelzen beziffert den Schaden mit mehreren tausend Euro und hat Strafanzeige bei der Polizei gestellt. Unter Verdacht stehen offenbar Anwohner, die sich durch die Bäume in der Lebensqualität beeinträchtigt fühlen, zum Beispiel durch Schattenwurf oder durch Laub. Zusammen mit Gleichgesinnten hat der Hösseringer Rüdiger Biernath Ende Juli den Verein Freifunk Uelzen gegründet. Ihr Ziel? Frei verfügbares, nicht kommerzielles Internet in Städten und Dörfern. Jeder Nutzer stellt einen WLAN-Router zur Verfügung, erklärt der 38-Jährige. So entstehe ein Gemeinschaftsnetz. Schon jetzt lässt sich dieses Netz auch in Uelzen anzapfen. 67 sogenannte Knoten gibt es in der Innenstadt, weitere in Suderburg und in Hannstedt 2. Auch einige Lokale und Geschäfte beteiligen sich bereits. Mehr zu den AZTV-Themen lesen Sie wie immer in der morgigen AZ-Ausgabe. Wir werfen noch einen Blick auf das Wetter. Am Wochenende herrscht Ruhe in der Wetterküche. Nur morgen Vormittag zieht noch ein schwacher Tiefausläufer mit etwas Regen durch den Kreis Uelzen. Danach bleibt es trocken, aber stark bewölkt. Der Sonntag startet mit Nebel oder Hochnebel, der sich im Tagesverlauf zugunsten von ein paar Sonnenstunden und damit gutem Ausflugswetter lichtet. Bis zu 16 Grad können wir im Kreis Uelzen erwarten. In den Nächten bleibt das Thermometer bei 8 Grad stehen. Das war's mit AZTV für diese Woche. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie's gut.